übrigens wieder eure Nele und ich berichte euch heute wieder vom Festival. Und oha, die Woche neigt sich dem Ende entgegen. Morgen ist die Preisverleihung. Kommt am besten mal mit. Und Action! Heute auf dem Programm steht die Dämonen-Sonderreihe, wo gleich zwei Filme gezeigt werden. Neben mir und der Minotaurus läuft auch Lilly und zu beiden Filmen sind auch Gäste da. Wir haben zu Mina und der Minotaurus, den wir zuerst sehen, den Regisseur da, den Florian. Florian, magst du mal aufstehen? Und einen Applaus für Florian. Und dann bei dem zweiten Film Lilly, nachdem wir den geschaut haben, werden wir dann auch noch Gäste begrüßen. Nämlich einmal den Jan, das ist der Regisseur. Ein Applaus. Und Mila und Juri, die Lilly und Paul spielen. Ihr dürft auch aufstehen. Ein Applaus für euch. Lukas ist ja ein Filmfestival und eigentlich die Filme, die gezeigt werden, die meisten laufen in einem Wettbewerb. Aber ab und an gibt es dann so Filme, die wurden auch eingereicht für den Wettbewerb, aber irgendwie lassen sie sich nicht so richtig einordnen in die Kategorien, die man dafür hat, in die Art. Also Kurzfilm oder Langfilm. Aber die beiden Filme fand das Lukas-Team so toll, dass es gesagt hat, wir machen dafür eine Sonderreihe mit dem Titel Dämonen. Ja! Was mich jetzt natürlich interessiert, was ist denn dieser Minotaurus überhaupt in dem Film? Das ist ja genauso wie Dämon sehr schwer zu verstehen. Also, das ist aus einer griechischen Sage. Da hat jemand, ein König, für ein Fest ein Opfertier gewollt von Poseidon. Dann kam so ein Stier daraus. Aber dann hat er den doch nicht geopfert. Da war Poseidon sauer und hat den Stier mit der Frau von ihm verheiratet und daraus kam der Minotaurus. Ein Applaus für Juri! Wie war es bei dir? Bist du auch zu deinen Eltern und hast gesagt, ich möchte gern Schauspielern? Nein. Ganz und gar nicht. Da kam Jan in die Schule, weil der brauchte ganz dringend einen Paul, hatte aber keinen. Und hat da mal gefragt, da hat Frau Mandera eine aus unserer Klasse empfohlen. Und dann ist Jan da so Dann ist die Regieassistenz da so unerhört einfach reingeplatzt, mitten in den Unterricht, ohne zu klopfen. Und dann hat Herr Ebert Elli, mein Freund, und mich erstmal der überlassen. Und dann war Elli den doch etwas zu jung. Und ich, ja, war dann halt nicht so gut, aber immerhin etwas und dann haben sie mich einfach genommen. Nachdem die Kinder schon ihre Fragen loswerden konnten, schnapp ich mir natürlich auch gleich noch für euch die Filmschaffenden und interviewe sie noch extra für euch. Und wie kamst du denn da drauf, dass du die Animation mit dem Spielfilm vermischt hast? Nee, das ist vor allem eine Sache, die ich schon lange mache. Also ich habe schon lange Animationen mit Realfilmen in anderen Projekten. Aber speziell bei dem Projekt war es mir halt wichtig, dass man den Film eben durch die Augen von der kleinen Mia wirklich sieht. Und weil sie sich ja Sachen vorstellt, war es einfacher, diese spezielle, ihre spezielle Welt mit Animationen darzustellen, als wenn man keine Animationen benutzt hätte. Nach dem Interview habe ich natürlich auch noch Zeit, mich mit den Darstellern persönlich zu unterhalten. Und heute im Lukas-Aktivbereich ist Stefan Schomerus zu Gast, der den Kindern beibringt, wie man Knetfiguren animiert. Er hat unter anderem den aktuellen Lukas-Trailer gemacht und saß mit mir letztes Jahr in der Lukas-Jury. Der erste Schritt zum Film ist natürlich, eigene Figuren zu kneten, die später im Film auftreten werden. Beim zweiten Schritt müssen die Figuren erstmal in Position gebracht werden. Und dann müssen wieder ganz viele Fotos gemacht werden, wobei die Figuren jedes Mal nur ein kleines bisschen bewegt werden dürfen. Wenn man einige Dutzend Fotos gemacht hat, hat man endlich einen kleinen Film. Und der hier kann sich wirklich sehen lassen. Hey, mit diesem tollen Outfit verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder, denn morgen werden die Preisträger gekürt und die Preisverleihung findet statt. Also dann, tschüss!